Hallo und herzlich willkommen zum Kapitel 3, der geheime Ort in The Alien Club. Club vor allen Dingen, Cube mit dem alten Mann, dem das Auge juckt. Ja, also er hat jetzt fertig geladen. In der Zwischenzeit habe ich eine Nacht geschlafen und 15 Folgen gerendert. Nein, habe ich nicht. So, ich drücke jetzt mal auf die linke Maustaste. Oh, ganz unspektakulär. Wir sind da. Das ist aber ein anderes Auto. Das heißt, die besten Tage aber auch schon hinter sich, ne? Das kann man ruhig so sagen. Das soll wohl ein Sportcoupé sein. Was hat er da hinten auf dem Sitz gehabt? Ja, ich muss mir mal alles genau angucken. Was haben wir denn hier? Nichts. Was haben wir hier? Eine Kette. Wie weit können wir denn zurück? So weit. Ich geh doch schon, du Vogel. Da ist eine Hütte. Ich glaube, ich habe keine Lust mehr. Ich stürze mich hier in den Abgrund. Ich überlege gerade, ob so eine grüne Statue auch bei ihm zu Hause sein könnte. Aber das macht ja eigentlich gar keinen Sinn vom Logischen her. Aber so ein Spiel muss ja auch nicht logisch sein. Hier ist zu. Wir gucken mal, ob es einen anderen Weg in dieses Gebäude gibt. Da oben zum Beispiel. Nein, will er nicht. Ein bunter Baum. Das sah komisch aus, ne? Ein LKW? Der Motor ist noch warm. Jemand hat es vor mir hierher geschafft. Ich darf mich nicht erwischen lassen. Ja, ich bleib am Spiegel hängen erstmal. Da geht's weiter. Da ist eine Laterne, ein zerstörtes Gebäude. Da ist ein Schild. Kann ich ihn nehmen? Nein. Warning! Kein Durchgang oder so? Dann gehen wir da mal durch. Das ist ein Spiel. Was kann mir hier schon passieren? Das Grundstück meines Großvaters sollte hinter diesem alten Gebäude da oben sein. Hinter diesem alten Gebäude da oben. Das ist aber ein weiter Weg. Aber er hat es schön gemacht, ne? Der Alessandro. Von einem einzelnen Entwickler ist dieses Spiel, Alessandro Guso. Umso bemerkenswerter hier die ganze Qualität, in der das jetzt ausgeführt wurde. Auch wenn die Kai entschieden viele Bausteine und Assets liefert, um sowas machen zu können. Trotzdem, da steckt sehr viel Arbeit drin. Ich meine, man entwickelt ja erst grob und dann macht man die ganzen Feinheiten und das macht alles. Hier ist, glaube ich, jedes Stück platziert, habe ich mich verfehlt. Wer ist denn das da? Jetzt sehen wir irgendwas anderes. Das war eine Déjà-vu. What's going on? Was ist denn jetzt passiert? Wo sind wir jetzt? Hier waren wir vorhin, aber nicht. Nein, hier... Ah, da ist ein Portal. Da wollte ich immer schon mal durch ein Portal. Wabbel, wabbel, wabbel. Kommen wir jetzt in die Nähe. Ich will mal zurückgehen und gucken. Ja, Tinnitus gerade. Sowas ist gemein bei Leuten, die wirklich Tinnitus haben. Aha, hier sind wir.
Die Brücke ist kaputt, das habe ich schon gesehen. Ich wollte nur mal schauen, ein Stück zurück, um mich zu orientieren. Das würde uns jetzt bestimmt gleich sagen, dass die Brücke kaputt ist. Ich drück mal. Wir machen einen auf Eloy. Ah! Oh! Man kann... Oh, man kann runterfallen? Cool, das wusste ich nicht. Jetzt hat es ein bisschen geruckelt. Wir müssen wieder alles erkundigen, was nur so geht. Es könnte ja sein, dass Herr Guso hier irgendwo wieder so ein Ding versteckt hat. So eine Statuette. Aber hier kann man ganz schön laufen. Aber irgendwann muss doch Schluss sein. Oh, hier habe ich aber jetzt Frame-Einbrüche. Das ist hier der Weg. Dann gehen wir den Weg mal zurück. Ich mache mal mein Dings wieder an. So. Von da kommen wir. Hier. Nichts zu sagen, ne? Hier wird es ein bisschen weniger. Ich sehe sowas sofort. Ich kann ja mal was probieren. Das stört mich natürlich immer ein bisschen. Anti-Alias machen wir mal auf niedrig. Bringt ein bisschen was. Ich meine, ich spiele ja in einer höheren Auflösung. Da geht's rein. Da stört das eh kaum. Man sieht auch keinen Unterschied, ne? Ich will nur mal gucken, aber hier geht's auf 50 FPS runter. Und hier geht's ganz tief runter. Das haben wir ja vorhin schon ausprobiert. Wir müssen in diesen Gang. Was war das da? Da war nichts mit Hüpfen. Aua. Aua. Habt ihr das gehört? Da war was. Da geht's aber auch lang. Wo soll ich denn jetzt lang gehen? Da oben ist auch ein Loch. Wir bücken uns mal. Ah, dann komme ich hier nicht weiter, doch. Jetzt will ich aber wissen, was da ist. Natürlich doof für mich. Wo geht man jetzt als erstes lang? Vielleicht übersehe ich jetzt ja hier Dinge. Hier ist ein Fahrstuhl, würde ich sagen. Er springt, wird nicht anspringen. Wir brauchen also Treibstoff für den Generator. Und dann geht der Fahrstuhl. Also müssen wir da hinten hin. Hier ist Dynamit. Wir haben keine Lampe, ne? Nein.
Oh, wir haben eine Lampe. Oh, cool. Aber warum ist sie so grün? Ist das sein Handy? Ich habe das wieder da unten nicht gelesen. Der Text ist ein bisschen blöd platziert. Sonst meckere ich aber auf, wenn er in der Mitte zu sehen ist, ne? Also so ist nicht. Mir kann man es eh nicht recht machen. Ich bin alt. Mal gucken, wo wir hier lang gehen. Gehen wir oben oder unten lang? Wir gehen erstmal oben lang. Oh, ich dachte schon, da ist was. Das war bloß Geröll. Hier kommen wir wieder raus. Okay. Denn untergucken suchen wir nochmal den anderen Eingang, weil ich dachte, ich finde hier irgendwo Sprit. Was sagt denn sein Tagebuch? Nichts weiter, ne? Lesen beruhigt. Dann gucken wir da mal schnell rein. So, dann gucken wir hier mal um die Ecke. Es speichert. Da hinten ist was. Hier ist ein Hebel. Aber ich will erstmal da hinten hin. Gucken, was da liegt. Diese Gegend ist voller Geheimnisse. Wir sind alle aufgeregt. Nachts untersuchen wir den Himmel und diese mysteriösen Lichter, während wir tagsüber diese prächtigen Tunnel erkunden. Das ganze Gebiet ist voll von diesen unterirdischen Gewölben. Es wird Tage dauern, sie alle zu erkunden. Sie sind von unschätzbarem Wert. Wer weiß, welche uralten Entdeckungen wir tief im Innern machen. Man sagt, es gab hier einst uralte unterirdische Städte, bewohnt von obskuren Kulten und verbunden durch ein Netzwerk aus Tunneln. Bis jetzt, wie auch immer, hat kein Mensch die Tiefen betreten, um der bizarren Geschichten auf den Grund zu gehen. Diese Tunnel sind wirklich sehr gefährlich, da sie jeden Moment einstürzen können. Ganz zu schweigen von dem Risiko, in eine dieser Schluchten zu fallen. Rose hat mir ganz schöne Angst gemacht, als sie meinte, sie hätte eine seltsame Stimme aus den Tiefen des Abgrundes gehört. Wer weiß, was sie wirklich gehört hat. Aber es war wahrscheinlich nur ein armes Tier, das da irgendwo runtergefallen ist. Aha. Hier ist aber nichts weiter. Hier ist die Seite. Und ich glaube, das haben wir gedacht. Ja! Aber wir haben es ausprobiert. Wir haben es ausprobiert. Habe ich die Seite jetzt gelesen oder nicht? Ich hoffe mal. Also hier geht es auch nicht weiter. Wir müssen raus. Wir brauchen Kraftstoff für den Generator. Also müssen wir den Weg, den Bereich hinter der, hinter dem Höhlenausgang oder vor dem, oder was weiß ich, dem erkunden. Erkundigen. Ah, hier geht's weiter. Weil wir brauchen Kraftstoff für den Generator, sonst kommen wir nicht weiter. Und wir müssen nochmal zurück in Edgars Wohnung, in dieser versüfften. Die war ja wirklich, aber die Nachbarwohnung war ja noch viel schlimmer. Ah, da krabbelte was. So, Entschuldigung. Es speichert wieder. Da ist ein Lagerfeuer. Den gehen wir da jetzt erstmal nicht hin. Ich habe eigentlich F gedrückt. Da ist wieder eine Statue. Da ist wieder eine. Da ist eine. Eine Statue. Meine. Oh. Du hast ein Geheimnis gefunden. Kann man die hier eigentlich sehen? Nein, die kann man nur sehen, wenn man aus dem Spiel raus ist. Da gucke ich nachher mal. Nee, das geht nicht aus.
Das bleibt an. Keine Ahnung, was ich hier mache. Warum, wieso, weshalb. Wir gucken nochmal hier überall erstmal drumherum. Wir sichern das Gelände. Da ist schon mal Benzin. Das ist ja cool. Und ein Feuer. Eins. Nein, hier ist nichts weiter. Aha. Ein Zettel. Wir haben einen wundervollen Platz zum Campen gefunden. Offenbar ist es genau hier zwischen diesen Bergen, wo es zu diesen seltsamen Ereignissen kommt. Letzte Nacht haben wir eine seltsame Lichter in den Wäldern gesehen. Die Geschichten, die man sich über diese Wälder erzählt, scheinen wahr zu sein. Wir haben sofort das Teleskop auf den Punkt ausgerichtet, an dem die Lichtstrahlen aufgetaucht waren. Und als wir hindurch sahen, konnten niemand von uns seinen Augen trauen. Wir waren alle geschockt. Wie war es möglich, dass dieser Planet so nah an der Erde war? Und wie kann es sein, dass er nun nicht mehr dort ist? Was wir gesehen haben, macht einfach keinen Sinn. Irgendetwas wirklich Seltsames ist dort oben. Ich kann hier nichts weiter machen, ne? Wie kann man hier überhaupt was sehen? Man hört denn diese komischen Stimmen. Meinen die den kleinen dicken Kuller da in der Mitte, da unten? Aber wir haben Kraftstoff. Und wir gucken mal. Ich gucke jetzt hier nochmal. Hier habe ich ja nicht geguckt. Hier ist ein kleiner Teich. Dann gehen wir mal hier weiter, da zu diesem Stein, wenn man da hinkommt. Hier ist nämlich seltsam, dass hier so ein Stein ist. Warum ist hier so ein Schatten? Ist da ein Baum unter Wasser, oder? Tatsächlich. Oh, wir können auch schwimmen. Und wir leuchten aus der Hose. Oh, ich muss mal was trinken. Kleinen Moment. Ah. Sind wir wieder da. Ich beeile mir mal. Ja. Dann wollen wir mal da den Sprit reinkippen. Oh, da musst du doch pullern. Oh! Habt ihr das gesehen? Der brennt! Bitte, 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 bitte! Nein! Oh, ich bin gestorben. Ich hätte weglaufen müssen. Kann ja kein Mensch wissen, ne? Ich wollte natürlich, ich habe die Gasflaschen gesehen. Ich wollte doch sehen, was passiert. Der dritte Tod.
Es gibt kein Zurück. Oder so. Kein Zurück gibt es mehr. Gar keins. Oh, was war das? Ich habe den gesehen. Wer war dieser Kerl, ja? Der springt aber auch gar nicht. Das Springen, das hättest du dir klemmen können, Alessandro. Das ist kein Springen. Das kommt eine Stunde später. Oh, vielleicht sollte das auch so. Er erholt sich gar nicht mehr, ne? Das ist bestimmt Sanizeug beim Opa. Wir müssen einen Weg finden, durch den Zaun zu kommen. Hier nicht. Ihm geht's nicht gut, würde ich sagen. Vielleicht sterben wir auch vorher. Ihm geht's immer schlechter, würde ich sagen. Hier geht's auch nicht weiter. Jetzt geht das wieder los, weil ich hier wieder irgendeine Interaktion nicht sehe. Kann man auch nirgendwo durchkriechen? Ja, dann weiß ich auch nicht. Machen wir mal den Lüfter an. Vielleicht fällt mir ja dann was ein. Au! Ja, au. Mit Hüppen ist nicht mehr jetzt, ne? Nur mal so. Weil du springst ja nicht, ne? Man kann ja drücken, da passiert nichts. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es vielleicht sogar gewollt ist. Ja, sorry. Ich kann mich ja hier runterstürzen. Ach, das geht sogar. Ich dachte, jetzt fällt er. Oh, Mensch! Das ist aber sehr ungünstig gelöst hier. Ist das die Hütte? Meinem Bein geht's jetzt besser. Aha. Na, das untersuchen wir aber in der nächsten Folge, ne? Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.